Nur 11 Kilo. Also hier sind wirklich Leichtbaufetischisten an Bord. Elbe. Und ja, dann lassen wir uns. Seiten noch mit eingebaut, die wir jetzt im Flug dann auch so sehen. Sehr schön. Blind fliegen, sehe ich ganz genau, wie die Modelle reagieren und fliegen. Ja, Frank, das ist eine von den Besonderheiten, die ich schon angekündigt habe. Eine Vektorsteuerung vom Flug. Genau. So, dass man eben mehr oder weniger auf dem Platz umdrehen kann, auf der Fläche. Ja, das ist einfach hinstellen kann und damit hier oder nach vorne kann. Auch das werden wir nachher sehen. Und das ist natürlich auch nur möglich, weil die Jets extrem leicht gebaut sind. Der Reißzeitbeginn ist leider jetzt schon im Rollenkreis geflogen. Super, absolut schön. Ja, Frank, wir haben wirklich genau rechts und links am Bahnende in unserem Flugraum haben wir eine dicke Wolke hängen. Die uns jetzt ein bisschen einschränkt. Ja, hier wird geflogen mit Pyro-Effekten. Und diese Effekte sind dazu da, um jetzt wieder im Tauschen. Jawohl, jetzt fällt es auf den Strahl und das ist eigentlich Aerodynamik. Ja, klatsch mit dem Beifall. Das ist spektakulär. Ja, Frank, hier spielen die großen Jungs, ja, mit Spaß, mit Freude. Ja, spielen mit absolutem Können. Ja, wenn wir jetzt keine Nebelwolken hätten. Ja, jetzt nochmal einen ganz kräftigen Applaus. Wow. So, die Fahrwerke sind ausgefahren. Das war Enrico Test 10.